Mein ersten Gast, der hat nichts Beruhigendes. Hör mal, der regt sich so was von auf. Nach alle Regeln der Kunst. Der poltert, der empört sich. Hier ist aus Köln, Sie kennen ihn alle, Richard Rogler. Jupp, mach mir mal einen Pilz. Ja. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, aber das sage ich jetzt nur dir. Ich habe das Gefühl, ich werde alt. Tja, Richard, jetzt, ja. Jetzt, wo du sagst, das ist der Charme des Ruhrgebiets. Ja. Gut, wenn ich so alleine irgendwo bin, dann eigentlich habe ich das Gefühl nicht. Aber im Vergleich zu jetzt Politikern zum Beispiel, ne, die werden ja immer jünger. Ja, ja, ja. Der Rösler. Der ist erst 35. Oh. Was hast du mit 35 gemacht? Ja, ich habe schon gearbeitet. Siehst du? Das hat der Rösler jetzt in dem Sinn noch nicht. Aber der ist schon Vizekanzler mit 35. Der hat überhaupt noch keine Lebenserfahrung, der Mann. Gut, ich meine, der kommt aus Vietnam, ne? Und hatte dann das Schicksal von vielen Einwandererkindern. Man kommt hier an, kennt keinen, trifft halbseitige Typen, gerät in kriminelle Kreise, will sich da beweisen und zack, ist man FDP-Vorsitzender. Aber stellen Sie sich mal vor, ein Krieg bricht aus und die Merkel ist aus irgendeinem Grund nicht fähig, ihr Amt auszuüben. Also eigentlich eine Situation wie immer. Ja? Dann ist der Rösler. Dann ist der Rösler Oberbefehlshaber. Der soll dann die Bundeswehr befehligen. Da kommt es zur kollektiven Befehlsverweigerung, weil alle denken, wie? Seit wann ist der Enkel des nordkoreanischen Diktators Kim Jong unser Vorgesetzter? Ich meine, gut. Der Rösler. Ich meine, gut, der Rösler hat bei der Bundeswehr studiert und dann auch kurz gearbeitet. Das heißt, der war immer beim Staat angestellt. Der war noch nie für sich selbst verantwortlich, immer gut versorgt. Und so einer soll im Notfall für uns alle verantwortlich sein. Philipp Rösler, ein Mann, der von sich selbst sagt, er hätte auf seinem iPod nur Musik von Udo Jürgens. Und er wäre schon 20 Mal bei einem Udo Jürgens Konzert gewesen. Der hört nur Udo Jürgens. Ja, wollen wir das? Ja, wenn der Westerwelle ganz abtritt, wird der Rösler Außenminister. Und wenn du den dann nach seinem Lieblingslied fragst, dann sagt er, ich war noch niemals in New York, verstehst du? Oder Christina Schröder, ein ganz großes Schicksal. Die ist 33 und seit 40 Jahren in der CDU. Die hatte schon mit 14 Jahren hatte die ein Poster von Helmut Kohl in ihrem Kinderzimmer hängen. Mit 14. Als Mädchen. Na, trauriger geht's doch nicht mehr. Und da fragt man sich doch auf, wo sind denn mal die Jugendämter, wenn man sie wirklich braucht? Ne? Ja. Die hat auch noch nie was anderes gemacht als Politik. Ich meine, gut, der Feminismus hat immer gesagt, die Ziele der Frauenbewegung sind erreicht, wenn eine mittelmäßige Frau in Führungsposition ankommt. Das ist jetzt mit der Frau Schröder gelungen. Nicht? Und die hat ja jetzt ein Kind. Ja, das war ein Selbstversuch. Die wollte mal wissen, wie so eine Familie dann auch zugeht. Nicht? Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Andrea Nahles hat auch schon eins, ja. Dem hat sie sogar einen Doppelnamen gegeben, damit die SPD gleich zwei neue Mitglieder hat. Der Rösler ist Vater von Zwillingen und das wird jetzt von allen gelobt, weil die jungen Politiker dann mitten im Leben stehen. Aber die haben doch mit ihrem Job überhaupt keine Chance mehr, sich um die Kinder zu kümmern. Die haben am Ende weder Ahnung vom Leben noch von der Politik. Ne? Aber vor allem nervt mich, dass die mit 30 schon so reden wie mit 70. Während die 70-Jährigen so reden wie mit 30.
Ja, schauen Sie mal in die Talkshows rein. Da hocken Leute rum. Ich wusste oft gar nicht, dass sie noch leben. Ja, ja. Der Biedenkopf, Vogel, Geißler, die Süßmut habe ich gestern gesehen. Aber die sind inzwischen so radikal. Bei denen würde es einen nicht wundern, wenn die zusammen wieder die RAF aufmachen würden. Ja, die Rentner-Armee-Fraktion, die stehen kurz davor. Ja, das ist ja... Das ist heute das Paradoxe. Früher haben die Jungen auf der Straße gegen die Alten protestiert. Heute protestieren die Alten gegen die Jungen. Ja, haben Sie das mal beobachtet bei der Anti-Atom-Demonstration da in Gorleben? Da sind über die Hälfte der Demonstranten Rentner. Da hatten viele schon eine längere Lebenszeit als die Brennstäbe. Oder nehmen Sie mal bei den Protesten in Stuttgart. In Stuttgart, ich habe da 75-jährige Männer gesehen. Als der Wasserwerfer kam, haben die zu ihrer Frau gesagt, Schatz, komm her, hier gibt's eine Kneipp-Anwendung ohne Praxisgebühr. Die Jungen. Die Jungen sitzen im Parlament, die Alten sind bei der APO. Das ist verkehrte Welt. Aber gut, aber was soll's. Zumindest macht mir diese Entwicklung Hoffnung fürs Alter. Jupp, in 20 Jahren, ne? Da würden wir zwei ja, im Altersheim sitzen, ne? Aber nicht im gleichen. Ne? Du bist privatversichert, ne, du Pfeife. Ja, das wusste ich doch, ne? Gut, ich meine, wahrscheinlich sitzen wir da auch, ne? Ja, wahrscheinlich sitzen wir auch, ne? Ja, und müssen da vielleicht dann Papierblumen ausschneiden, ne? Das machen wir aber nicht. Egal, in welchem wir sitzen. Da bauen wir Molotow-Cocktails. Jupp. Und dann singen wir zusammen, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf. Ja. Mein nächster Gast ist im Gegensatz zu Marvin sehr pflegeleicht. Er braucht nur ein Mikrofon und schmeißt damit den ganzen Abend. Hier kommt mit News und Facts aus der Politik Richard Rogler. Ja, da. Ja, aber bist du wahnsinnig, mich so anzukündigen? Was hast du denn gegen News and Facts? Facts and News ist Englisch. Ja und? Ist verboten. Der Peter Ramsauer, ne? Der Peter Ramsauer, ja. Der will jetzt alle englischen Wörter aus der Sprache eliminieren. Den Ramsauer kennen Sie doch, ne? Der Verkehrsminister, ne? Das ist der, der damals den Posten des Verkehrsministers gewonnen hat bei dem Spiel Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um. Weißt du, der Ramsauer hat ein Glück. Das ist nämlich so, wenn Sie Bayer sind und gleichzeitig in der CSU, müssen Sie keinen Sprachtest machen, wenn Sie in ein hohes politisches Amt wollen. Und gerade der Ramsauer, Mensch, will die deutsche Sprache retten und schon mal alle englischen Begriffe bei der Deutschen Bahn abschaffen. Damit will er anfangen. Statt Laptop soll man bei der Bahn jetzt nur noch Klapprechner sagen. Ja. Statt E-Mail, elektronische Nachricht. Und statt Ticket heißt es wieder Fahrkarte. Gut, es ändern sich jetzt nicht alle Begriffe. Verspätung heißt bei der Bahn nach wie vor Fahrplan. Welch Mordversuch. Mordversuch heißt nach wie vor Kaffee und Totalschaden heißt nach wie vor Ramsauer. Ja? Mich macht das wahnsinnig, wenn die Politiker die Sprache retten wollen. Doch gerade die. Bei mir dreht sich alles um, wenn ich höre, wie Politiker unsere Sprache benutzen. Zum Beispiel, wenn ich den Satz höre, es ist wichtig, dass wir den Wähler abholen. Die wollen uns abholen. Das ist doch gelogen. Ich stand letztens mal nachts um drei in Köln vor der Kneipe, habe ich auf der CDU-Geschäftsstelle angerufen. Ich sag's, komm, ich wäre jetzt soweit, Sie können kommen. Ja, meinen Sie, eine Sau hätte mich abgeholt? Ja. Oder wenn Politiker jetzt ständig den Satz sagen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen heißt, Sie haben noch gar keinen Schulabschluss. Die müssen noch üben. Ich will von Leuten regiert werden, die was können. Außerdem, erinnern Sie sich mal an die Schule. Ja, was waren das denn für Typen, die immer stolz gesagt haben, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Ecchi, Colleci. Das waren die Streber.
Das waren die Typen, die beim Fußball nur mitmachen durften, wenn eine Eckfahne gefehlt hat. Denen die Mutter vor der Schule die mit Spucke die Nutella-Reste von der Backe geputzt hat. Und solche Typen regieren uns jetzt. Außerdem 2 Billionen Euro Schulden machen und dann sagen, oh, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Da fragt man sich doch, wo steht eigentlich die Zwergschule, auf die die gehen? Doch? Ja? Mathe 6, Deutsch auch. Und wie man jetzt auch in der Atomdebatte wieder sehen konnte, da sagte der Westerwelle zur Frage Atomkraft ja oder nein, da sagt er tatsächlich, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für diese Diskussion. Dauernd hat er das wiederholt, aber was ist denn das für eine Antwort? Sowas kann man nicht beim alltäglichen Leben machen, bei der Hochzeit. Da stehen Sie am Altar, der Priester fragt, wollen Sie die Frau hier heiraten? Und Sie antworten, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für diese Diskussion, nicht? Letztens, Claudia Roth, die Heulsuse da von den Grünen, ja, die hat gesagt, die überwiegende Mehrzahl der Deutschen ist für Nachhaltigkeit. Was meint die Frau? Die überwiegende Mehrzahl. Die Mehrzahl ist immer überwiegend. Oder gibt es auch eine unterwiegende Mehrzahl oder eine überwiegende Minderheit? Oder meint ihr das vielleicht ganz anders? Die übergewichtige Mehrzahl, das heißt, nur die Dicken sind für Nachhaltigkeit nachhaltig. Das heißt nur, ich beschließe jetzt was, was lange Gültigkeit hat. Insofern war auch die Atomenergie nachhaltig. Das ist genauso ein Schwachsinn wie der Begriff humanitäre Katastrophe. Jeden Tag hören Sie das, 10-mal. Ja? Ja, dieser Begriff, der wird seit Joschka Fischer dauernd missbraucht. Eine humanitäre Katastrophe gibt es nicht. Humanitär heißt, das Wohl der Menschheit fördernd, auf die Linderung menschlicher Not ausgerichtet. Humanitäre Katastrophe hieße demnach ein das Wohl des Menschen förderndes schweres Unglück. Was soll denn das sein? Eine Geldlawine oder eine Bierflut oder was? Ja. Also ehrlich, ich finde, bevor man öffentlich an der Sprache rumfummelt, sollte man sie erstmal richtig lernen. Und wenn es nicht auf Anhieb klappt, einfach tüchtig Hausaufgaben machen. Am besten nachhaltig. Ja, sonst, ich danke Ihnen. Ja, danke.